WM-Gastgeber jubelt. Unerwartet stark, Gastgeber Russland feiert gegen Ägypten den zweiten WM-Sieg im zweiten Spiel. Quelle, Reuters. Der Ausrichter des Turniers überrascht mit starken Leistungen und steht vor einem fast historischen Erfolg, und die Kritiker verstummen. Tanzende Fans in den Straßen, überall Fahnenmeere und Autokorsos mit Hubkonzerten, Russland hat bei der WM den zweiten Sieg im zweiten Spiel mit südländischer Ausgelassenheit bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Der 3:1-Sieg über Ägypten hat das lang zweifelnde Land endgültig in WM-Euphorie versetzt. Zwei Spiele, zwei Siege, Torverhältnis 8:1, nie ist ein WM-Gastgeber besser in ein Turnier gestartet. Die Rossija. Rossija. Rufe waren nicht nur rund um den Roten Platz im Zentrum Moskaus zu hören. Am Spielort St. Petersburg steppte der Bär genauso wie in Kaliningrad oder Jekaterinburg. Kein Wunder. Denn die Spornaja zeigte gegen Ägypten erneut einen beherzten Auftritt und steht erstmals seit 1986 bei einer WM vor dem Einzug in die K.O.-Runde. Russische Fans jubeln nach dem Erfolg gegen Ägypten in Moskau. Quelle, Reuters. Wir sind mit großen Hoffnungen in dieses Turnier gestartet und wollten, dass unser Publikum diese Zeit genießen kann. Das ist bislang gelungen, sagte Russlands neuer Star Denis Tscherschew im ZDF. Noch am Mittwochmorgen sah man in der russischen Hauptstadt die letzten Feierwütigen mit der russischen Fahne um die Schulter über die Bürgersteige schleichen. Dabei war der Gang häufig sehr schwankend. Alles andere als schwankend in seinen Leistungen ist Tscherschew. Der Mittelfeldspieler von Villarreal sorgte mit dem Treffer zum 2:0, 59. für die Vorentscheidung. Dass Tscherschew nach seinem Doppelpack gegen Saudi-Arabien nun schon drei WM-Tore geschossen hat und mit Superstar Ronaldo gleichgezogen ist, ließ den neuen russischen Hoffnungsträger eher kalt. Das ist eine schöne Geschichte, aber wichtig ist der Erfolg der Mannschaft. Russlands Trainer Stanislav Tscherschew wurde hingegen gefeiert und tatsächlich bereits gefragt, ob seine Mannschaft auch Weltmeister werden könne. Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung getan, entgegnete der frühere Bundesliga-Torwart von Dynamo Dresden und wollte sich nicht zu markigen Sprüchen hinreißen lassen. Der kauzige Schnauzbartträger war bemüht, die Mannschaft und sich selbst nach dem erneuten Erfolg auf dem Boden zu halten. Auf die Frage, ob es sich um den schönsten Tag seines Lebens handeln würde, sagte der Coach, ich hoffe, dass es davon noch viele weitere geben wird. Die russische Presse zeigte sich dagegen viel euphorischer. Sowjetschi Sport, wir fliegen über das Spielfeld. Ganz egal, was kommt, wir werden uns immer an diese Tage erinnern. Wir waren schneller, taktisch besser und leidenschaftlicher als die Ägypter. Sport Express, wir haben nicht an das Team geglaubt, jetzt schenkt es uns viel Freude. Ganz egal, wohin diese Reise führt. Ob es nach dem Achtelfinale zu Ende sein wird oder noch weitergeht, wir müssen uns bei diesem Team entschuldigen. Auch das spanische Fachblatt Es lobte den Auftritt der Mannschaft, Russland widerspricht jeglicher Logik. Ein komfortables und souveränes 3:1 gegen Ägypten verdeutlicht, zu was diese Mannschaft in der Lage ist. Liebe Leserinnen und Leser, wir haben unsere Community grundlegend erneuert und viele Veränderungen vorgenommen. Es gibt neue Funktionen und auch die Redaktion wird verstärkt in den Kommentarbereichen mit Ihnen in Kontakt treten. Mehr zu unserer neuen Community erfahren Sie in unseren FAQ. Leider können wir Ihnen nicht unter allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Wir wollen alle Debatten auf t-online.de schnell und sorgfältig moderieren und können deswegen aus der Vielzahl unserer Artikel nur einzelne Themen für Leserdebatten gezielt auswählen. Dabei ist uns wichtig, dass sich das Thema für eine konstruktive Debatte eignet. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Wir freuen uns auf angeregte und kontroverse Diskussionen. Eine Liste der aktuellen Leserdebatten finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community-Team.